Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Part von Orienta Blind Forest. Diesmal sogar mit Timer. Ich würde mich gerne für die letzten Parts entschuldigen, die ja so kurz waren, deswegen werden wahrscheinlich zwei hintereinander kommen. Okay, das finde ich einfach so ekelhaft, so riesig und so. Ich habe einfach das Zeitgefühl verloren gehabt. Ich habe auch gedacht, es wäre schon viel später, als es eigentlich gewesen ist. Oh. Habe ich sie ja gefunden. Ja. Ich werde ungefähr so immer 10 Minuten Parts aufnehmen. Oder wenn nicht sogar länger, weil meine Dummheit ist, nie zu übertreffen. Oder meine Gutheit in Spielen, in Jump It Runs. Ich muss den Stein schnell wegbringen. Okay, Stein drüber. Dafür brauche ich den also. Oh. Okay. Sehr interessant versteckt. Aber ich finde alle. Ist klar. Kannst du den bitte auch noch treffen? Ich hoffe mal, der Ton ist jetzt auch viel leiser. Also viel lauter. Ich habe es lauter gestellt. Es war richtig dumm von mir. Man hat in den letzten Parts eben so viel gehört und so. Ich habe auch mein Mikrofon umgestellt. Vielleicht hilft das ja. Ich habe mein Mikrofon auch viel leiser. Habe mein Mikrofon umgestellt, also an einen anderen Ort. Und ich hoffe mal, es ist jetzt besser so, hat man nicht so viel gehört. Also. Das Spiel ist ganz schön schwer. Ich habe mal geguckt, ich habe mir gerade die letzten Parts angeschaut und da habe ich gesehen, wie doll ich die verhunzt habe. Oh, mein erstes Achievement. Wow. Da ist noch ganz schön viel vor mir. Zurück kann ich auch noch. Da unten schwimmen kann ich wahrscheinlich später auch noch. Wow. Ich bin da unten und muss nach da oben und so zum Baum. Ich bin ganz schön klein. Auf dieser großen Welt. Ich bin Stitch. Aber Ori hat sieht ganz schön krass nach Stitch aus. Oder? Schreibt's in die Kommentare. Das ist Ori bzw. Stitch. Habe jetzt gerade zwar keine Ahnung, wo ich jetzt lang soll. Bitte nicht runterfallen, Ori. Ja. Vielleicht hätte ich mir die Kartenstände noch richtig anschauen sollen. Ich habe schon... Ah, okay, ich weiß jetzt, wo ich hin muss. Ich muss jetzt zum Tor, weil ich dafür jetzt die Sachen habe. Also, weil ich dafür jetzt die beiden Schlüssel habe. Hier speichere ich jetzt. Und hier ist das Tor. Also da muss ich rausspringen, stimmt. Und? Ah, es geht auf. Toll. Ich werde jetzt lange ich habe jetzt auch einen Timer und der wird auch gut helfen. Es tut mir sehr leid für die letzten Parts. Da habe ich ja einmal 21 Minuten der erste Part. Dann 9 Minuten der zweite. Und 4 Minuten der dritte. Au! Das ist ganz schön mies. Au. So, ich werde jetzt speichern. Mit was ging das nochmal? Mit E. Das ist ganz schön krass. Ja, spring einfach nicht dagegen. Okay. Wenigstens habe ich das geschafft. Hoffe ich mal. Ist auch ganz schön assi. Jetzt sag nicht, da hätte ich hoch müssen oder wie komme ich da dran?
Ich springe erstmal darüber, weil da wahrscheinlich was ist. Ja, ich wusste es. Oh. Hier ist der. Was? Die Tor wurde von Geistern der Vergangenheit versiegelt. Energie. Okay. Ah, ich muss meine Energie reintun. Interessant. Wie bekomme ich den großen Mana-Kristall? Wow. Unfair. Das ist doch böse. Nein. Ja, geschafft. Also ich muss ganz viele Energiekristalle sammeln. Schießt du bitte wieder? Okay. Wollte mich jetzt. Ist das euer Ernst? Ewig Ernst. So, geschafft. Wow. Ich kann. Was ist das? Verteidigung. Ermöglicht es, Uri durch Wände zu sehen. Okay. Ich hätte gerne mehr Schaden. Ich grade alles mal ab. Ich habe ja 3 Level. Die Teile nicht irgendwie zerstören. S und Leertaste. Der nächste Schlüsselstein. Okay. Die Viecher sind ganz schön nervig. Ja, toll. Kann ich bitte mehr Leben haben? Was? Ich habe auch nicht ein. Okay, toll. Das Spiel ist ganz schön schwer. Oder ich stelle mich aber auch noch an. Das kann beides sein. Jetzt bitte geschafft. Ja, danke. Ich habe auch alle eingesammelt. Toll. Das finde ich jetzt wirklich toll. Das ist gut vom Spiel. Traurig fand sie mich vor schlafend und still. Ich bin doof. Traurig fand sie mich vor schlafend und still. Okay, ich speichere hier erstmal. Die Musik wieder. Wir erzählen Uri die Geschichte ihrer Leitung oder so. Oh. Ja. Uri, der Geisterbaum. Er muss seine letzte Kraft genutzt haben, um dich zu retten. Komm jetzt und hör dir unsere Geschichte an. Es war die Nacht der Lichterzeremonie. Es war unser Licht, das sie hasste. Ich bin jetzt leise. Ich weiß nicht, warum gerade schwarzer Bildschirm ist.
Was habe ich falsch getan? Was ist abgestürzt? Wir sehen uns gleich wieder. Gut, mit diesem wundervollen Bildschirm verabschiede ich mich von euch. Ciao.